Achso, dann... Geht nicht, weil... Brauche ich ja nicht mehr absprechen. Das ist ja gigantisch. Wir können fahren. Gleich lädt sich's in den Boden oder so. Was hast du gemacht, dass dein... Das nix. Einfach nix. So, auf jeden Fall kann nix. Das ist so verwirrend. Ja, überrascht mich auch. Achso, ich kann ja einfach so Start klicken. Ja, stimmt. Ja, das ist ungewöhnlich, ne? Das ist ungewöhnlich. Bei mir steht doch bitte warten. Ja, das ist auch so. Ja, ich musste erst noch Cheat Engine machen, bin jetzt fertig. Der hat Engine. Oh ja. Oh ja. Schöne schnelle Ladezeit. Ey, nicht überdrehen hier. Oh. Die Gravitation ist die Low, ne? Passt auf. 500 Grip, aber wenig Gravitation. Ja, da musste ich mich auch sehr lange dran gewöhnen. Man denkt immer, der fährt so gut, aber bei den Bergen, da geht's dann doch nicht mehr. Nee, bei Unebenheiten ist es Sense. Du kannst zur Kurve mit sonst was fahren, aber wenn es so uneben wird, dann musst du aufpassen. So ungewohnt, das. Ja. Okay. Ich fahr da mal vorbei, ne? Das habt ihr alle nicht gesehen, ja? Doch. Ich hab gesehen, dass du irgendwo da hinten standest, aber mehr auch nicht. Stand? Ich hab ihn in der Luft gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Das hab ich jetzt, glaube ich, auch nicht gesehen. Ja, gut. Damit bin ich dann ganz hinten. Ihr wirst mich doch überholen, weil ich komme mit dem Sprungschatz hier kaum klar. Muss man mal auf. Aber so. Das ist auch was. High Grip, aber Gravitation. Wenig, ja. Ja, da kannst du an der Erde. Jeder fliegt ab, jeder fliegt da eine Stelle ab. Wenn man vom Teufel spricht. Da fasst doch die extra die Einfärbung der Pfeile oben, dass du da nicht abfliegst. Ja, vielleicht sollte man auf die wirklich beachten. Ja, solltest du, das hilft. Glaub immer mir. Im Roten halten. Ja. Natürlich, so gehört sich das doch, oder nicht? Außer wenn Custom-Strecke rückwärts ist, da stimmen die Pfeile nicht, weil... Das müsste man dann manuell dann umändern. Da müsste ich aber erstmal rauskriegen, wie man das überhaupt macht. Und, oh ja. Und es hört sich nach Aufwand an. Hätte ich doch nicht sagen, das schaffst du. Ich meine, du hast bestimmt bis heute noch nicht rausgefunden, was es für Strecken gibt in Dirt Rally 2.0 für die nächste Woche. 156 Strecken gibt es. Das hast du auch alle soweit aufgeschrieben, dass du sie verwendung.org griffbereit hast? Alle Fahrzeuge. Aufgeschrieben sind sie, ja. Aber die Wetter ist auch noch ein bisschen Arbeit, weil Wetter. Ja, bei manchen Ländern gibt es keinen starken Regen, sondern nur Regen. Bei manchen Ländern gibt es dann. Schnee natürlich nicht und ja, und all so Geschichten. Und ich bin deswegen mit dem Erzählen ziemlich langsam gefahren. Ja, und dann muss noch alle Fahrzeuge noch. Alter, was mach ich? Warum nehme ich denn jetzt den behinderten ich rede Baum über mit? Immer wenn ich irgendwas über Fahrzeuge sage, fliege ich von der Strecke. Fahrzeuge. Ich habe mir jetzt das dreimal erwähnt und habe mich dreimal davon gesetzen müssen. So, jetzt sollte ich mal langsam Gas geben, sonst kommt da irgendwie kurioserweise ein Kirsche statt ein Leroutier an. Alter. Boah, ich hab doch diesmal nicht darüber geredet, Spiel. Hör doch auf! Damit brauche ich es gar nicht erst mal versuchen, noch mit dran zu fahren. Ja. Das waren zu viele Gesetze hintereinander. Shit. Ich komme hier aber auch gerade nicht klar. Und dann ist ja noch die Frage, Dennis, ob du uns helfen willst, passende Setups die Karren zu finden oder ob du es dir denkst, nö. Also ich fahre einfach die Vollzeit-Tab fertig. Die sind auch fahrbar, so ist es nicht. Dieser Dan, der spielt dann nur Dirt Rally mit, oder? Warte nochmal, was meinst du jetzt? Dieser Dan spielt dann nur Dirt Rally mit, oder wie ist das dann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der ist natürlich mehr der Simulationsfreak, nicht so der Arcade. Wir müssen ihn bei Arcade überreden. Ja, also sein Kanal sieht sehr stark danach aus, dass er ein sehr großer Simulationsfreak ist. Wie gesagt, der wollte ja bei Dirt Rally dann mitmachen, wenn er seine analoge Handbremse montiert hat. Oh, das sind ja Luxusprobleme. Ja.
Aber er hat gesagt, die ersten paar Wochen kann er jetzt eh noch nicht. Und warum fahre ich so scheiße? Ich laber zu viel. Wäre das. Zum Glück ist das nicht Dirt, dann wäre mein Auto schon hinüber. Das geht ganz schön schnell. Ja, weil ich mich nicht konzentriere. Ich laber hier wie ein Verrückter. Beste wird noch, wenn wir irgendwann Argentinien reinbekommen. Bin ich ja mal gespannt, ob ich es immer beenden kann. Weil ich und Argentinien never. Wir können ja extra für dich dann enorm Schaden auf einstellen. Niemals, niemals. Ich will nicht wissen, wie schlimm enormer Schaden ist. Bitte niemals. Ja, mit Hardcore-Schaden einmal fährst gegen Baum, Auto, Schrott. Ja, deswegen werden wir das bitte niemals. Da bitte ich drum. Dann ist der Schaden realistischer. Oh Mann, was mache ich denn hier für ein Bullshit, sag mal. Leruti ist nur 6 Sekunden weg. Ich sollte das mal unterlassen mit meinem Bullshit bauen. Und mich mal mehr auf die Strecke konzentrieren, statt aufs Gesprächsthema. Nein, nein, nein. Oh, ich werde. Alter, wenn die Karre sich aber auch mehr. Ich habe mich überschlagen, dachte ich, komme auf die Reifen. Und die Karre sagte, du überschlägst dich noch ein bisschen weiter. Nein, 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 Alter, du behindertes Drecksding. Boah, das musste jetzt mal raus. Siehst du, gleich fällt sich besser. Wenn ich mal ordentlich beleidigt hat den Wagen, dann geht's auch. Ach Mensch, eben habe ich Kirsche noch gesehen und dann. Ich hatte euch auch irgendwann mal gesehen gehabt und dann habe ich mich 10 Milliarden mal resetten müssen. Ja, es ist noch keine Minute her, dass ich Kirsche gesehen habe und jetzt sowas hier. Jetzt ist er überall in Berge. Na, gibt ja auch einige Berge hier. Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein guter Grund. Also man merkt den fehlende, ja, war klar. Dennis? Ja? Wo bleibt der Crash? Und den gebe ich dir jetzt gerade mal nicht. Oder hast du dir gedacht, mit der neuen Season machst du es nicht mehr? Ich habe mich vorhin zu weit vorgezogen. Der Baum bitte. Ich wollte jetzt mal eine Runde ohne Crash schaffen. Nicht immer auf die Mauer, du Scheißding, Mann. Doch immer die Mauern ruhe, blöde. Oh! Ich guck auf die Rundzeit, wie die war, und dann fliege ich erstmal. Scheiße, Leruti! Das darf nicht passieren. Ich muss jetzt hoch. Oh. Ich bin hinter dir, chill mal. Nein, das ist Leruti. Ich sehe dich erstmal. Ich bin dazwischen gewesen. Ja, du musst mir noch mal eine Runde zurückkommen. Immer wenn ich Kirsche sehe, fahre ich gegen irgendeinen scheiß Baum oder so. Ja, aber du siehst mich, weil ich davor gegen den Baum gefahren bin. Du musst nicht das machen, was ich früher gemacht habe zum Mädchen. Immer wenn ich dich überholen wollte, habe ich einen Unfall gebaut. Ja, das mache ich aber gerade hier. Ah, der Ruti ist stark in dem Spiel. Und da hat er mich überholt. Nein, ich darf nicht die Mauer mitnehmen, das hat wieder so 50 km gekostet. Ah. Ach, die Ecke jedes Mal. Oh, heieiei. Mit dem Grip, da kommen dir selbst 125. Ey, das ist doch nicht möglich. Jedes Mal diese Stelle hier. Nein, warum springst du darüber? Das habe ich mir auch gedacht eben. Einfach wieder zu aggressiv gefahren hier. Ich durfte mich erstmal wieder resetten. Ah, fuck. Ich bin so gut. Hat wieder aufgeholt, ihr Scheiße. Ja, der ist einer vor mir gefahren, das mir gar nicht gefällt. Auch wieder von der Wand! Und ich hab's mir selber versaut. Ja, okay. Ja, jetzt kippt er auch noch um oder was? Ach, ja, bei mir auch. Nach dem Sprung irgendwie blöd gelandet. War echt scheiße. Ja, der hat so einen blöden Wheelie gemacht, das war natürlich scheiße. Ja. Du laggst. Okay, Kirsche kriege ich nicht mehr, das ist schon eindeutig. Lerutis Auto laggt. Ja, das Spiel kommt, sein PC, sein Internet und so kommt nicht drauf klar, dass er auf dem Server drauf ist. Jetzt komme ich drauf klar, wie ich so viele Fehler machen kann in diesem Rennen. Jo. Oh. Das war zu riskant. Ja. Fahre ich den Rest jetzt mal ein bisschen chilliger, damit es auch was wert jetzt nicht nochmal dir schenken. Mann. Oh, aber du hast eine schöne stylische Zieleinfahrt. Ja, Vollgas. Und wieder. Oh, hallo.
Ja, komm, komm, wieder auf die Reifen zurück. Dankeschön. Oh, hoffentlich bleibt das so, dass du jetzt joinen kannst. Mensch, das ist viel geiler, wenn du dabei bist. Ich hab bei meinem Gedanken PC, war ja immer bei uns. Ich hab mit meinem PC aber auch nichts gemacht. Oh, also, keine Ahnung. Also, keine Ahnung. Die ist alles so wie immer. Oh, das war arschknapp, aber so richtig. Am Ende noch ein 1.319 hingelegt. So, Rundenzeitvergleich. Bitte beenden auch, ne? Ach ja, das wäre auch noch hilfreich. Hört auf zu drehen und... Ja, mach das. Oh, ah, Rundenzeiten-King. So. Der Rundenzeiten-König hier. Du hast sogar eine richtig gute Rundenzeit, also... Ja, einmal habe ich mich konzentriert. Den Rest war nur labern und Scheiße bauen. So, dann beeile ich mich, weil ich muss ja ein bisschen, So, ich muss wieder den üblichen Job machen, das Replay sichern. Hilf das Replay. So, Renntag 2. Und die CT wechseln. Ah ja. Das könnte ich prinzipiell auch schon mal machen. Achso, Getriebesituation hatte ich auf kurz bei dem Rennen. Ich auch, ne? Ja, ich hab's nicht geändert. Ja, ich so gut wie nie Plan davon habe. Ah ja, jetzt. Nee. Ah ja, doch. Was? Was ist los? Ich drücke extra erstmal nichts, weil ich die ganze Zeit von dem noch. Ja, ich hatte irgendwie einen Blackscreen, dann konnte ich das Spiel gar nicht öffnen. Ja, weil du auf mich warten musstest. Deshalb. Weil wenn du im Bitte warten alt tappst, dann hast du halt einen Blackscreen. Wenn du wieder rein willst. Achtung, Burnout macht er gerne am Anfang. Oh, Nitro. Ja, hier ist Nitro. Und Kanada. Ihr wisst ja, was das bedeutet, ne? Rasen. Rasen? Jo, aber richtig. Die Strecke. Kanada ist immer so schnell bei Nice. Alter, wo seid ihr? In Kanada. Ich sehe euch nicht mal mehr. Er muss auch Gas geben. Wir haben Nitro, ne? Ja, und Damage, oder nicht? Ja. Ja, den sowieso. Ja, Damage auch. Den sowieso. Alter, ihr seid weg. Überrundet mich ja gleich. Ja. Ja, gib doch Gas! Ja, aber mehr als Vollgas geht. Wie schnell fahrt ihr? 160. Oh. Wie viel? 260. 260? Ja, sieh ich, ja, sieh ich. Ja. Was hast du denn für ein Getriebe dann? Okay. Mein Auto ist eine Ente. Was habt ihr? Was? Was? Du hast die falsche CT geladen, mein Freund. Nein, es war beim Training die ganze Zeit so. CT für Rennen 2 war eine Ente, Punkt. Nee, das kann nicht sein. Ente. Das kann nicht sein. Definitiv eine Ente, ich bin bei 120. Dann haben wir aber alles andere CTs. Ja, aber ich habe die... Okay. Keine Ahnung, ich habe sie halt runtergeladen. Das ist wahrscheinlich vom ersten Renntag. Nein. Ja doch, wir hatten letztes Mal eine Ente, meine ich. Das mag sein, aber ich habe ja nicht hochgescrollt zu einem anderen Renntag. Ich habe die vier, die da untereinander sind, runtergeladen. Ja, wir sind doch noch relativ am Anfang. Wollen wir das nicht abbrechen und, Ja, das bringt ja nicht, aber... Wie willst du es denn dann machen, wenn bei ihm die ganzen in der CT die Ente kommt? Ja, er muss... Also irgendwas muss da falsch sein, weil ich habe da keine Ente eingetragen. Und die anderen haben ja auch dieses Auto hier. Hast du vielleicht die Custom-Autos nicht? Keine Ahnung, ich. Ihr habt auch Enten. Also aus meiner Sicht zumindest. Na, du hast wahrscheinlich die Custom-Autos nicht. Das wird's wahrscheinlich sein. Jo, Leruti, das war sehr enthusiastisch. Ja, gut, wenn du jetzt die Custom-Autos nicht hast, ist natürlich schwierig, dann ist richtig. Das ich hab alles runtergeladen, was da war. Na. Das mit den Custom-Autos ist schon ein bisschen länger. Eigentlich schon, und das hat ja auch immer geklappt bis jetzt. Deswegen wundert mich das. Ja, ich gehe davon aus, dass er die Custom-Autos nicht hat. Wir haben doch öfter mal Custom-Autos drin. Warum fahre ich denn jetzt auf den Schotter drauf, Mensch? Also,
Ich laber zu viel in diesem Renntag hier. Auf was für Schotter, aber bei mir bist du ganz normal gefahren und der Netcode ist hier ja eigentlich in Ordnung, soweit ich weiß. Na, diese rechte, der rechts, der Sand da, bei dem, wo wir da runtergefahren sind. Dennis, würde jetzt sagen, du und Netcode und hier gut. Du weißt doch, er mag den Netcode von alten Spielen nicht. Na, Nice 2 ist ja wirklich okay. Also ich habe bei Nice 2 jetzt noch nichts Schlimmes gesehen. Oh, eine leichte Anhebung da rechts auf der Seite und mein Wagen kippt um. Das lässt sich aber gut fahren hier. Oh. Kirche, du fährst oder fährst du nicht? Ja, macht ja keinen Sinn. Was habt ihr für ein Getriebe genommen? Kurz. Normal. Normalo. Achso, ja, ich hab auch kurz genommen. Hast du auch normal, der Rutschi? Kurz. Kurz? Ja. Ne, da ist mir die Tops zu kurz sozusagen. Weil es ja hier Nitro gibt. Tomate, willst du wissen? Okay. Und nein, nicht die Wand! Die Rundenzeit ist aber aktuell noch echt gruselig bei mir. Was ist das denn für eine? 52,17. Aber Rekord ist eine 50er. Ich hab eine 51 Grad und der hat die Reset-Taste nicht gefressen, deswegen bin ich jetzt so weit hinten. Ah, was rutscht denn jetzt so? Ah, was soll denn das? Was ist denn da los? Die Reifen sind doch voll in Ordnung. Warum hat denn der so gerutscht? Musste mich resetten. Yay. Ja, super. Das ist ja... Ah, super. Ey, wirklich. So, ich befürchte, euch werde ich nicht mehr einholen. Wäre schön, wenn ich dich mal kriege. Na, Lerutti kriege ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr, weil mein Auto so dumm weggerutscht ist. Verstehe ich nicht. Reifen sind noch voll im Schuss und irgendwie rutschte der. Bei mir ist eigentlich nur bei Getriebe irgendwas. Ja. Ja, weil wir das normal nicht... durch Nitro. Ja. Der Rest ist eigentlich zu vernachlässigen. Deswegen habe ich ja nicht verstanden, warum der im Wald gerutscht hat. Oder für den Wald reichen diese 20% schon nicht mehr. Ja, Lerotti ist weg. Ja, ihr seid beide weg, weil ich... Ihr seid alle weg. Da muss ich verdammt viel Glück haben, wenn ich an euch noch ran will. 53, oh Mann. Ach, warum springst denn du hier? Ach, nee. Keine Chance. Da muss ich mich, glaube ich, diesmal Lerotti geschlagen geben. Der Fehler war fatal, wo er mir weggerutscht war. Boah, ich nehme die Kurven so gut, aber Lerotti anscheinend auch. Weil der Abstand wird trotzdem nicht geringer. Das ist irgendwie ungünstig. Ja, scheiße angefahren. Einfach. Ich hab mich wieder überschlagen, dass. Nee, beim dritten wird's bleiben, leider. Was habt ihr für Rundenzeiten jetzt? 50,98. Ach du Scheiße. Ich hab einen 50,04 jetzt. Lerotti fährt es, ne? Und ich nicht mehr. Ja, kurze Getriebe scheint nicht so schlecht zu sein. Nee, das ist super. Hast du es auch? Ja. Was, okay. Was hast du Topspeed damit? Ach, oh, scheiße. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, gib Gas! Das weiß ich jetzt auch nicht, aber
Ich konnte ja, bis ich an den Berg da geknallt bin und der die Reset-Taste nicht gefressen hat, konnte ich ja mit euch mithalten, also... Wieder zu enthusiastisch gefahren da an der Stelle, ey. Jetzt bist du ganz weg. Ah. 293 so ungefähr ist Topspeed. Na gut, da komme ich auf 330, 340 oder so. Aber ich glaube, bei der Strecke hatte ich auch lange überlegt, ob ich jetzt kurz oder normal nehme. Scheint doch darauf, dass ihr Fehler macht und dann mach ich so. Kurz scheint der für Lerotti zu funktionieren. Ja, hat überschlagen. Na, die erste Kurve, da war schnell zu viel. Hm. Wie weit weg du bist, unglaublich. Och Mann! Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass das Kurze hier tatsächlich wohl besser funktioniert. Hm. Ja, wow. Ich guck einmal oben auf die Streckenkarte und erstmal bauen. Überraschend zu sehen, dass es anscheinend so ist. Ne, keine Chance, du fährst davon. Warum ich jetzt eine 56 gefahren bin, weiß auch keiner. Oh. Das weißt du in letzter Crash. Würde ich jetzt mal vermuten, weil... Ja, wow. Alter, wirklich jetzt? Oh, ich muss aufpassen mit meinem Getriebe. Oh, das ist das Stevie. Muss mein Getriebe aufpassen jetzt. Immer die erste Kurve. Darfst nicht zu viel wollen. Ohne 49er Zeit geschafft. Alter. Ich bin nicht unter 53 gekommen. Egal, was ich versucht habe. 50,97 habe ich. Und dabei wird es auch bleiben, weil ich dieses Runde wieder... Dieses nein, Alter. Dieses... Boah, das wäre... Ja. Ey. Das Papierschild da vor dem Start. Das macht mir mein Rundset jetzt kaputt, oder was? Alter. Das wäre sonst eine 50er-Zeit hier trotz des Getriebes gewesen. Und dann blockiert mich dann ein Pixel breiter Stiel eines Schildes. Oh, das war ja scheiße. Mein Gott, ist mein Auto verbeult. Das ist Dankeschön. 49, Alter. 49,89, Alter. Oh, in der letzten Runde nochmal ordentlich Nitro gegeben, wahrscheinlich. Ja. Ja. Börsche minus 11 Runden. Gar nicht so schlecht, hä? Ja, und die nächsten beiden habe ich dann nicht mehr geschafft, mir anzugucken. Aus zwei Schandeln. Danke. Irgendeiner hat noch nicht weiter gedrückt. Oh.
Ich hänge immer noch bei Bitte warten. Ja, nee, ist normal. Alles gut. So, das. Das Regen, Nitro, Schaden an. Guck jetzt, nein. Geht ja nicht. Nur um diese Information schon mal mitzugeben. Ente, ja. Nein, nee, das ist keine Ente. Wenn du das als Ente betiteln willst, dann Respekt. Das ist jetzt für dich ab sofort eine Ente. So. Das Auto hat eine schöne Motorhaubenkamera. Siehst du ja auch wie bei den Formel-1-Spielen, die Reifen. Eine Open-Wheel-Ente. Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich hier die Sicht wechsle. F1. So. Ja, gut, ich habe hier eigentlich. Warten. Nehme ich hier grundsätzlich nichts anderes als Stoßstange. Der ist noch nicht so weit. Ich hab. Auf irgendeinen warten wir. Ich weiß es nicht auch. Ich weiß nur, wer es ist. Wer hätte noch nicht weitergedrückt? Also ich hänge immer noch bei Bitte warten. Hast du ein Auto ausgewählt? Nö. Und dann bist du das Problem. Nein! Hast du die Anwendung wieder auf Vollbild gemacht? Ja, klar. Bei mir friert die Anzeige manchmal ein, wenn ich nicht also mit Alt-Tab rausgehe und bevor ich mit Alt-Tab wieder reingehe, aktualisiert sich die Anzeige manchmal nicht. Ja gut, wenn du, ja, dann... Moment, ich gehe noch mal raus mit Dingens hier, vielleicht habe ich ja Glück. Moment, bei mir ist das doch immer so eine Sache. Du brauchst echt einen zweiten Monitor, du glaubst. Hab ich doch. Das Problem ist nur. Ah, jetzt habe ich sogar. Ja, ich kann sogar ein Auto auswählen jetzt. Wow. Hast du jetzt gemacht? Oh, ich habe schon Sorgen gehabt. Ich hab die CT nochmal geladen. Wow. Okay. Ja, vom meisten Nitro. Okay. Kennst du die neue Regel nicht? Rutschig. Wow, wer versteckt sich ja, denn da? Ja, das geht ganz schön ab. Also ich auf jeden Fall, aber war noch mehr schätzig, oder? Ja. Das ist die neue Regel für 2024, Formel 1 mit Nitro-Booster. Nein. Nice 2 hat schon mal ein bisschen vorgezogen. Ich hab's versucht und das Spiel wollte nicht. Alter, okay, 3 Resets. Ich hätte vielleicht doch mir die Strecke vorher... Ja. Hier dürft ihr nicht an die Pfeile vertrauen, weil die rückwärts... Nee, ich kann ja nicht direkt auf den Desktop, das heißt, ich muss dafür sorgen, nee, dass ich ein Fenster... Ja. Nee, Pfeile gehen. Oh. Dass ich ein Fenster im Hintergrund habe, dass ich das Fenster habe, wo die CT ist und dass die Cheat Engine davor ist, also vor dem Hintergrundfenster. In der Ordnung muss ich es immer haben, damit ich das machen kann, so richtig. Bei mir ist das so, auf dem einen Bildschirm sehe ich das Spiel, auf dem zweiten sehe ich TeamSpeak, Winamp, OBS und die Cheat Engine. Ja, das... Und ich überschlag mich, während ich dir das sage. Normal habe ich die Cheat Engine da auch, aber das bringt mir halt nichts, ne? Also es muss halt wirklich so sein, dass ich die in der richtigen Anordnung da habe, sonst geht das nicht. Für mich ist wichtig, dass ich dir auf dem zweiten Monitor habe, dann sehe ich es. Oh. Ja, was willst du denn da sehen? Ja, ich habe das auch auf dem zweiten Monitor, aber... Also, dass ich es halt auswählen kann, ne? Heat Engine habe ich jetzt nicht auf dem zweiten Monitor, weil ich da irgendwie Discord im Vordergrund habe, gerade dummerweise, aber... Das Discord im Vordergrund? Ich habe Discord im Tray. Ich sehe Discord gerade nicht. Ich habe das jetzt halt ein bisschen falsch gemacht. Für mich ist Discord gerade nicht sichtbar. What the fuck? Was machst du? Nein. Okay, über das Startziel nicht mit Nitro fahren. Da kann das Auto anscheinend beim Startzielbegang umkippen. Das ist eine interessante Erfahrung. Sollte vielleicht die Bremsen nicht so quälen. Ach, die leiden bei mir schon wieder ganz so hart. Ich bin schon bei 26 Bremsen. 26 Stück hast du? Ja, 26 mal ausgewechselt. Wenn das so weitergeht, muss ich doch an der Tankstelle. Ach komm, das ist doch nicht die Möglichkeit. Die Karre rutscht aber auf Sau. Ja, das ist richtig schlimm. Naja, Slicks auf Eis, naja, ne?
ist vielleicht nicht der beste. Random.org will uns leiden sehen. Nicht unbedingt der beste Bodenbelag für Formel 1 Autos. Ich wollte Kirsche anhupen. Fiel mir ein, geht ja gar nicht. Wie viel Prozent habt ihr bei Bremsen? Keine Ahnung. 18. Dafür ist gerade keine Zeit bei dieser schnellen Runde. Ja, ich konnte ja auch gucken und aktuell bin ich vor da, also. Du wirst so beschissen genommen. Nein. Ganz schön für ein Formel 1 Auto. Die Bremsen, die leiden aber auch auf dieser Strecke, das ist ja nicht mehr normal. Warum hast du denn, warum denn diese Strecke? Warum nennt die sich eigentlich Showdown? Weiß ich nicht, ich hab's nicht gebaut. Die hat keiner und warum, gebaut. Und warum regnet es keine Strecke. Und warum regnet's im Tunnel? Stimmt. Das müsste man auch anpassen, habe ich aber keinen Nerv mehr zu gehabt. Hauptsache es regnet im Tunnel, weißt du? Mir hat es gereicht, wenn die Tankstellen gehen. Wo ist denn die überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn du es irgendwann rausgefunden hast, sag es. Auf einer der Geraden. Ach echt? Ich dachte mitten in der Serpentin. Ich dachte im Tunnel. Ja, das wird auch mal ein schöner Ort. Du meinst in dem es regnet? Genau. Kann man Regenschirme kaufen bei der Tankstelle. Vielleicht wird das Benzin dann einfach von oben eingefüllt. Also es ist gar kein Regen, sondern Benzin. Das wird sein. Muss ein Tankdeckel auf und irgendwas wird da schon reinlanden ins Auto. Man kann hier aber auch nicht bremsen, ohne dass man mindestens 1% dazu bekommt. Nur 1%? Ach, das gibt's doch! Das ist doch so ein Schwachsinn! Ich sag mindestens, meistens sind's mehr. Ich komm mit 1 Pixel auf der Erhöhung, das Auto geht sonst wohin. Ach, diese Aufhängungsphysik ist manchmal schon lustig bei dem Spiel. Kirsche liebt Wallwalds. Oh, ich hab das vorhin schon so eng hier genommen. Und deswegen ist Tomit halt wieder weg, weil ich hier so verarscht werde. Ja, Larity ist auch... Ah, hier ist die Tankstelle. Okay. Er hat sie gefunden, schön. Und, wo war sie? Im Tunnel? Nee, danach. Ach, nach dem regnerischen Tunnel, sagst du? Ja. Brauchst du schon, oder? Nee. Ja gut, hier regnet es jetzt, also musst du ja gleich irgendwann mal zu sehen sein. Also musst du ja... Regnen tut es doch fast immer. Och Mann! Hast du was auch vorgekommen, hier Alter? Ist sie. Okay. Ist ja unglaublich, du bist auch vorgekommen. Hätten wir nicht nur 2 Runden haben können? Nein! Nee. Hätte ich nämlich gewonnen gehabt. Random.org sagt nur. Du wirst wahrscheinlich sowieso gewinnen. Ich gewinnen? Ja, sieht doch ganz danach aus, oder nicht? Kann doch sein. Ja, du weißt schon, dass Larity vorne ist, oder? Nee, Larity ist bei mir. Ja, und ich bin dahinter. Wieso bist du auf einmal hinter mir? Das habe ich nicht mitbekommen. Weil ich mich einmal resetten musste. Einmal nur? Lohnt sich gar nicht. Ach komm, Alter, was ist denn das für eine Physik hier jetzt gerade? Weiße Kirche, die haben halt nicht das Erlebnis wie wir beide. Hey, hey, hey. Einmal resetten ist für Anfänger. Ja, genau. Wirklich. Das ist doch nicht möglich. Hier ist ein Pixel erwischt. Ein Pixel. Weißt du, mit einem Pixel kommst du auf eine Erhöhung vom Boden, ne? Und das Auto geht sonst wohin. Das ist echt immer lustig, als wenn die Autos nicht zwiegen können. Dass du mit der Bodenfreiheit überhaupt hier langfahren kannst. Na, ja, es ist Eddy-Umbau. Eddy-Umbau. Also wenn man so einen gewissen Wert bei den Bremsen hat, dann ist das aber auch schon... Bei den Bremsen, sagst du? Ah, Leruti ist aber auch ein Kampf zu besiegen hier. Nee, warum... Was mache ich denn da für einen Quatsch? Das ist doch lange Kurve hier. Ach nee, ich gehe jetzt schon zur Tankstelle, das ist wie so... Jetzt schon? Ja, das ist mir sonst zu heikel. Wie viel Prozent hast du denn schon? Wo? Ich war bei 60. Bei welchem Sachding? Beim Bremsen. Ach scheiß auf die Bremsen, die kannst du weiter ausreißen. Da hab ich gerade mal 34. Oh Gott, ich dachte ich überhole dich, aber war nur leck.
Bremsen habe ich zu 89. Ach du Schande. Das erklärt natürlich auch, warum du mich jetzt dann doch gekriegt hast. Wow. No, weiter. Nein, ganz ruhig. Ja, aber ich würde da gerne doch eine gewisse andere Person kriegen. Ach, Mann. Auf die Strecke zurück. Schön. Ist aber auch. Oh, okay. Was war da los? War ich überhaupt jemals in dem Leistungsmesser als du außer damals mit dem Monster Truck? Was ist mit Monster Truck? War jemals in dem Leistungsmesser besser als du außer dem Monster Truck Rennen? Ich frag mich ja, wann wir eigentlich mal wieder das Kart haben für Zumilzung. Oh nee, da kann ich gut drauf verzichten. No. Random.org, beim nächsten Nice möchten wir dass ich bitte das Kart haben. Das Kart war echt Lerotis-Disziplin, das kann ich mir noch gut dran erinnern. Auch mal bei mir, wie du weißt. Ja komm, fahr, du Scheißding. Dennis, bei mir war das doch auch einmal sehr gut. 93% Bremsen macht sich doch bemerkbar. Ich hatte ja eine bessere Rundenzeit als ihr alle damals. Weil sogar auf der Schneestrecke. Scheiße. Ach ja. Hast du vorm Ziel noch Nitro gegeben? Ja, dann passiert das. Ach komm. Oh, ich hatte eine Barrel Roll gemacht. Aber es bringt mich natürlich auch nicht gut voran, sowas. Aber es sah stylisch aus, muss ich sagen. Das geht schief, aua. Und meine Aufhängung. Schlag dich doch nicht. Aber Aufhängung ist noch intakt bei mir, ne? Nach Barrel Roll. Stabiler Form 1 Wagen. Echte Ferrari-Qualität hier. Ja, heutzutage die Teile kannst du davon ja nicht erwarten, dass sie verändern. Ah, nicht schon wieder die Ecke hier. Ich fahr jetzt mal voll in die Schilder rein, ey. Lass doch die armen Schilder in Ruhe, die haben dir nichts getan. Ja, die sind irgendwie sehr stabil gebaut hier, du. Keine Need for Speed Schilder. Die bleiben stehen. Der war kurz hinter mir und dann war er weg. Muss halt nur einen längeren Bremsweg einplanen, ansonsten sind die Bremsen noch top in Schuss, Herr TÜV Inspektor. Weiter geht's. Ja, alles gut, weiter geht's. Was ist denn hier los? Hier ist aber auch so viel Schnee, das ist nicht zu glauben. Österreich gibt wohl Schnee. Das sind halt die, Alpen. Wenn dich hier schon Schnee stört, freut dich, wenn wir irgendwann im Dirt Rally 2.0 in Finnland. Finnland war gar nicht komplett Schnee, ne? Nee, Schweden. Schweden war das, genau. Ach, Schnee finde ich gar nicht so schlimm. Ach du Scheiße. Weil. Dann. War das da. Der bremst ja gar nicht mehr jetzt. Ja, was erwartest du? Wie hoch sind deine Bremsen vom Prozent her? Ach, plus 97. Ich weiß gar nicht, was du hast. Also ist doch alles noch top in Schuss, oder nicht? Also kannst du noch als Neuwagen verkaufen? Ja, eben. Ist doch noch gut. Ja. Ach komm, das gibt's doch nicht. Wie kann das denn physikalisch angehen, dass du da jetzt dich überschlägst? Das macht keinen Sinn. Schwierig mit Leruti hier. Nee, Schilder eignen sich nicht gut als Wallrider. Die Wallrider ist nur Kirsches Ding. Ich will's aber auch nicht lernen mit der Kurve. Kirsche hast du jetzt im Wallride schon geschafft? Naja, es ist kein Wallride in dem Sinne. Es ist einfach nur ein Vergessen zu bremsen und gegen die Wand fahren. Also. Oder ein nicht vergessen zu bremsen, aber die Bremsen bremsen so schlecht, dass ich trotzdem gegen die Wand fahre. Nee, da müsste man ja wissen, wann man bremsen muss. Danach kommen dann für gewöhnlich 2 bis 3 Resets und dann geht's weiter. Uiuiui, Leruti ist weg. Oh, ja, die Bremsen, ich liebe sie so. Wow, ich bin außerhalb der Strecke. Wie hat Nazi geschafft? Ich bin durch die Wand geflogen. Und wie sieht sie so aus? Ziemlich transparent und dann kam Auto-Reset.
Du willst ja abkürzen, hab schon verstanden. Ja, natürlich. So will er unbedingt wieder auf Platz 1 kommen, weißt du da Bescheid? Ja, irgendwo anders wieder reinglitschen wollte er versuchen wahrscheinlich. Ja, da kam der Auto bisher zu schnell für. Tja, das war halt der Fehlschlag. Alter, wie stabil sind solche Straßenbegrenzungsfehler eigentlich? Wie stabil sind die Reifen immer noch komplett in Ordnung sind, das verstehe ich nicht. Aber meine Reifen sind auch nicht das Problem. Wow! Ja. Ich dachte, du hattest 97, Reifen sage ich schon, Bremsen meine ich natürlich. Ach so. Ja, das ja einfach nicht bremsen. Oh, hast du noch Reifen? Oh, diesmal hat der Schilder wohl right funktioniert. Auch wenn es natürlich nicht gewollt war, weil ich die Kurve schon wieder vergessen habe. Der kann funktionieren, ja. Nein, wirklich? Ich will mich nicht nochmal umsetzen. Ja, aber ich kann es nicht empfehlen, weil es ist sehr unzuverlässig, Kirsch. Oh, es war bei mir sehr zuverlässig, hat noch nicht einmal zwei funktioniert. Ja. Ich meinte halt unzuverlässig in die andere Richtung. Achso. Ja. Mein Gott, Leruti muss wieder auf Tastatur umsteigen, das geht nicht. Nein, stelle man sich vor, der Herr. Ja, der. Du, Leute, ne? Nur mal so als Info. Oh. Der Clan-Leader hat beschlossen. Wenn er sagt, du musst, dann musst du tun. Wenn er das macht, schmeißt er dich raus. Kannst auch eine Guitar Hero-Gitarre versuchen. Du weißt, was du beim nächsten Mal Nice 2 tun musst. Guitar Hero-Gitarre. Ja, du hast es so gesagt und du bist der Clan-Leader. Ja, dann möchte ich, dass ihr das nächste Mal alle mit einer Guitar Hero Gitarre spielt. Ja, wird schwierig, ich habe keine. Kauft eine. Schickt mir eine. Ja. Genau, ich kauf mir eine, genau. Wer weiß, wie teuer. Na klar, extra für Nice. Nice. Ey, das passt ja, du, dann siehst du das bei mir in der Facecam noch so. Ja, dann rockst du Nice quasi. Du rockst dann Nice, sprichwörtlich. Ich meine, siehst du ja per Facecam, dann muss ich die richtig groß machen. Ich hab die Kurve natürlich schon wieder vergessen. So werde ich Leruti aber nicht kriegen, wenn ich diese Rechtskurve immer vergesse und immer die Schilder wohl reite. Es wird so nix. Oh. Wie ist die Getriebesituation? Ich hab mal. Was? Noch? Wer hat da zwei gesprochen, glaube ich? 33 habe ich da. Ach so. Hä? Wie? Was? Nein, ich meine Getriebesituation, Abstimmung. Normal. Ich hab nicht geändert, ich kenn normal. Normal? Ich hab auch normal. Ich hab auch normal. Dann hab ich auch richtig geraten. Diesmal hast du richtig geraten, jo. Hast du überhaupt irgendwo was anderes als normal? Ja, bei der Ente hatte ich sehr lang. Trotzdem bist du so langsam gewesen. Jop. Ach Gott, das ist furchtbar hier gerade. Ehrlich habe ich die meiste Zeit des Trainings mit der Ente verbracht. Nicht, weil ich da viele Runden gefahren bin, sondern weil die sehr lange für eine Runde braucht, um da das Getriebe rauszufahren. Und dann kam ich nicht mehr dazu, die anderen beiden Strecken anzugucken. Weil dann der Rechner abgekackt war. Alter, was ist denn jetzt los? Ich setze mich hier fast nur noch auf einmal. Weil die Bremsen nicht mehr greifen. Wieso? Ich hab doch nur 77%. Ja, siehst du, du wunderst dich. Und meine Reifen sind bei 72. Oh, das ist viel. Das ist nicht gut gehaushaltet. Was? Ich bin dafür in der 9. Runde. Meine Reifen sind bei 36, da ist alles in Ordnung. Du hast auch gehalten, du Dösel. Ja, das ist aber auch schon ein bisschen leer und da waren die Reifen noch unter 30. Oh. In Runde 10 habe ich an die Kurve gedacht. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne? Also so wie ich meine Bremsen handhabe, begleiten die Reifen dann natürlich drunter. Es geht schief! Ja, okay, ich setze mich, wenn du es willst. Ist auch in Ordnung. 99 Bremsen, da kann nichts kaputt gehen, oder? Du kannst noch weiterfahren, aber dein Bremsweg ist natürlich sehr spannend. Also ich habe bisher keine signifikante Anzahl der Änderung an der Anzahl der Resets pro Runde festgestellt. Da gehe ich extra früh aus der Tankstelle raus und dann fährt Stevie selber rein. Ja, aber ich durfte rückwärts fahren, um noch vorwärts zu fahren, weil ich so scheiße.
Was wäre denn jetzt noch? Ich bin extra aus der Tankstelle raus früher, damit du mich nicht überholst. Und dann fährst du selber rein. Was? Ja, weil ich halt nur noch Probleme hatte, wie du weißt. Was würde bloß werden, wenn der Ruti auch noch an Bremse und Gas analog hätte? Da würde das Spiel so abziehen wie AMS und so. Gut, ist auch nicht meine ideale Runde hier. Tomilze erwähnt das Spiel aber so trotzdem. Oft. Ich glaube, der will, dass das mal immer mal gespielt wird. Wie, was? Ganz ehrlich, wenn wir die Fahrhilfe nicht allzu sehr einschränken, dann habe ich nichts dagegen, das im Dingens hier zu fahren. AMS ist ein Spiel, was ich ja nie wieder anpacken werde. Das habe ich ja damals gesagt. Wir können auch Assetto Corsa nehmen. Weil mein Eindruck zu AMS war eher nicht gut. Und das weiß Dennis auch. Ja gut, aber du hattest auch die Fahrhilfe da komplett aus und so und hast gleich Formel 1. Und dann Formel 1 Auto genommen. Er will gleich. Ja. Musste ich, das war auf dem Server so gewollt. So. Also tatsächlich, wenn man die Fahrhilfen an hat. Ach komm! Wie für dumm mich bin ist ich? Das jetzt das eines der Spiele, wo umsonst Geld verausgegeben wurde. Also ich komme auf jeden Fall wesentlich besser mit klar als mit Dirt, das muss ich sagen. Also wenn die Fahrhilfen an sind. Ja, bei Stevie genau umgekehrt. Habe ich jemals mal AMS mit Fahrhilfen kennengelernt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich noch nicht mal. Also Larity verbietet meistens die meisten. Ich gehe nach den realistischen halt. Ja, das ist ja das Blöde, wenn der Server das so handhabt, musst du es auch leider so machen. Ein AMS ist es ja nicht so, wirklich. Ach, das gibt's doch nicht. Runde 11. Aber grundsätzlich, Nein! Der Rutsch. Ich dachte, ich schaffe es ohne Reset in diese Kurve. Also, wenn man wirklich anhört, dann geht's tatsächlich. Der Reset hätte überhaupt nicht sein müssen. Oh mein Gott, ich komme nicht mehr. Die ganzen anderen Resets, die waren notwendig. Ich reset, ich hab aktuell nicht so viel Wert. Oh, Larutti scheint mit der kaputten Bremse besser zurechtzukommen. Ich komme da überhaupt nicht drauf klar gerade. Ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr mich überrundet, also. Ich überrunde sonst weiter werde ich gerne, sowieso. Bleib doch mal stehen. Erst und zweiter werde ich sowieso nicht mehr und bleib doch mal stehen, dann überhole ich dich mal. Ungern. Ach. Na, das Rennen nein, war ein Trauerspiel. Nein! Ach, Mann! Ich frag mich wirklich, wie du mit der kaputten Gravitation oder was? Nö, Standard. Ja, fühlt sich aber nicht so an. Du fährst ein Formel 1 zwar. Die Karre will sich was schlagen. Ja, wenn du ein Formel 1 Auto fährst und. Ach, Mann! Das gibt's doch einfach nicht. Ihr fahrt gleich auch noch Bus, also. Wie kannst du mit diesem Drecksding das so. Bus über 20 Runden oder was? Weil Dennis halt immer die vierte auf 20 Runden haben. Alter, Bus 20. Ja, das ist. Das wird ein Stundenrennen, da könnt ihr euch drauf verlassen. Dennis wollte ja immer das letzte Rennen auf mindestens 20 Runden. Ja, aber dann mit dem Auto, was mehr als 20 km/h fährt. Ach komm, fahr doch mal, du Scheißding, Alter, das gibt's doch nicht, ey. Wie kommst du mit dem Auto so gut noch klar, Larutti? Versteh's nicht. Das ist mir ein Rätsel. Wie machst du das? Keine Ahnung. Guck mal, ich komme zugerutscht. Sehe ich das richtig, dass alle im Ziel sind, außer ich? Ja. Wo bist du denn? Auf der Strecke. Mach doch mal hin. Jetzt fahr schneller. Alter, wo bleibst du denn? Hier ist immer noch nicht da. Motor nur 10, das geht eigentlich. Motor 7. Das Lustige ist, ich könnte jetzt so lange brauchen, wie ich eigentlich wollte. Ich glaube, ich würde trotzdem Dritter werden, ne? 23 Runden Citybus fahren.
Mit Nitro! Klar, wer kennt einen Bus mit Nitro? Na, immerhin. Damit kommst du ein bisschen schneller voran, ja. Wir bräuchten das echt auch in HP2. Scheiße, halt nur, dass Asak das nicht kann. Gibt doch einen Bus da. Einen Asak brauchst du nicht für die Renntage. Na. Bus, ja, aber Bus das ist halt nicht, auch schön, wenn man es ein bisschen organisiert dann hat, wenn man schon die Möglichkeit hat. Monster Truck hast du doch jetzt. Also hier ist da auch kein Asak, ne? Also. Du, wenn ja, du aber Bus wäre geiler. Ja, aber hast du doch. Wenn du sowieso aber irgendwann mal neue Autos hast, dann kannst du Asak sowieso vergessen. Nee, können wir nicht. Ich habe eine bessere Rundenzeit als Steven. aber Larity's Rundenzeit, die ist ja wirklich mal brutal. Asak da keine Probleme mitbekommt, oder was? Nö, macht's nicht. Mit 1,41,90, wie hast du denn das gemacht? 1Z, weitere Autos kommen wir ja. Einfach gefahren, keine Ahnung. Ja gut, da war vielleicht eine nitro-starke Runde dabei, keine Ahnung. Ich weiß aber auch nicht, was ich hier fahren könnte. Auf jeden Fall war es schlecht. Also das hat ja nichts mit unserer Wertung zu tun, aber 26, 22, 12. So. Oh, ich sehe ein Fenster, ein Fenster, ein Fenster, ein Fenster. So. So, wieder den Nice-Ordner. Davor kommt der Desktop-Ordner. Dann kommt die Table. Dann schiebe ich die Cheat-Teile rein. So, dann mal eine Stunde Bus. Eine Stunde Bus fahren, was haltet ihr davon? Nix. Oh, doch, warte! Weißt du, was ich davon halte? Abstand! So, dann, auch wenn es keinen Unterschied macht, Moment, ich kann KDX gar nicht auswählen, ne? Nee, für den gibt sich kein Sponsor her, für den Boss. Also da müssen sie sich wirklich Gedanken machen, wenn ich bei KDX die supportet. Nee. Man sieht ja wirklich gar nichts, ja? Was sieht man? Doch so ein bisschen kann ich sehen. So, oh. Jetzt aber Vollgas hier, Nitro. Mitfahren, ja, ne? Ja. Ja. Oh, hätte ich nicht mal jemanden mitfahren können? Wieso habt ihr denn so einen guten Start? Habt ihr so viel Nitro gegeben, oder was? Oh, mit dem Bus umkippen, das muss auch immer hinkriegen. Deswegen habe ich jetzt auch schon 13 Motor. So eingenommen. Ja, also, du hast Vollgas Nitro gesagt, selber schuld. Ich liebe ich glaub, die Rotis Fahrgäste sind alle tot. Ich liebe die Aufhängungsphysik von dem Spiel. Ein Bus kippt um. Das macht Sinn. Wir brauchen noch eine A-Klasse. Wenn man es schafft, dass ein Bus umkippt bei einer leichten Wandbewegung, dann weiß man, man hat irgendwie was mit der Aufhängungsphysik verkackt. Irgendwas stimmt da nicht. Oh Mann, das ist ja einschläferisch hier. Aber ich find's auch genial. Der Tunnel hier, der schwebt quasi in der Luft. Also der hat überhaupt keine Stützpfeiler und nichts. Man nennt es Brücke. Oder... Ja, aber eine Brücke hat zumindest irgendwie Stützpfeiler, eigentlich. Eine Hängebrücke. Ja, eine Hängebrücke, über die wir mit dem Bus langfahren. Ist schon klar. Eine lange Hängebrücke, die scheinbar weiß, was aussieht. Genau. Eine Hängebrücke aus Asphalt. Und wir fahren dann mit dem Bus da. Ich geb hier. Hauptsache, ihr seid schon einfach alle weg. Getriebe? Welche? Sehr lang. Nein. Normal. Lang ist besser. Ich hab auch lang. Ich hab auch lang und ihr haut halt ab. Mit dem sehr langen, da hast du das Problem, dass du an gewissen Bergen oder so überhaupt nicht mehr hochkommst. Ja, und da musst du halt so viel Nitro geben und Topspeed hinaus kommst du gerade mal 10 km/h bloß mehr mit dem sehr langen. Also. Ich hab auf lang und die zieht alle weg. Alter Scheiße. Das war eine harte Kurve. Ach, keine weiche? Nee. Eigentlich war die Kurve egal, die Wand war halt hart. Aber... Au. Ach, ja. Oh, komm doch da rum, bitte, bitte. Ach nein. Immer noch keine Runde. Jetzt hab ich ja jetzt zur Miete wieder, ich hinter mir wegen der scheiß ja, Kurve. Ja, ich wäre sehr dankbar für ein bisschen Windschatten hier. Ja, den wollte ich... Ja, da, geh weg mit deinem Windschatten, kipp erstmal um da. hast meinen Windschatten in der Kurve nicht ausgehalten, die Windturbulenzen waren zu hart für deinen Bus. Und der Hahn ist wieder da. Der ist wieder da? Der Hahn. Weil...
Das war die Strecke, die wir letztes Mal ja eigentlich ursprünglich schon rückwärts fahren sollten, aber da halt nicht hinbekommen haben. Yay, zweite Runde, endlich. Tja, da sieht man wohl den Getriebeunterschied, ja? Ich hab auch lang gepackt. Und ihr seid alle vorne. Ja, ich hab normal. Bei mir war schon lange im Begrenzer. Was wird normal, Kirsch? Ich hab nichts geändert. Ach du Scheiße, normal ist ja vorher schlecht. Nicht getestet. Aber das hat genauso schon wie bei mir. Also normal ist noch schlechter als sehr lang. Hast du auch normal? Nee, sehr lang. Achso, ja, aber dafür bist du ganz schön mit Schwung an mir vorbeigeflogen gerade. Ja. Aber ich glaube, normal ist an sich auch okay. Also bei mir hat es irgendwie 2 Sekunden Unterschied gemacht oder so. Also sehr lang halte ich, glaube ich, noch für besser als normal. Ja, ja, also bei sehr lang hatte ich irgendwie 1 Sekunde und im Schnitt schlechter und bei normal halt 2. Na, hier kann. Das dauert halt so ewig lange hier was zu testen mit den Getrieben und boah. Wieso, du fährst 2-3 Runden? Eigentlich ziemlich eindeutig. Na, also nach 2-3 Runden kenne ich die Strecke noch nicht mal. Das macht ja beim Bus nichts. 4-5 jedenfalls fährst. Nee, also sorry, reicht mir nicht. 4-5 Runden reicht mir nicht, um die Strecke irgendwie halbwegs zu fahren, dass die Zeiten irgendeine Aussagekraft hätten. Na, man sieht es ja oft schon an anderen Faktoren. Die meisten kennt man ja schon ungefähr. Also, nein. Ja gut, die hier jetzt nicht, aber... Also, ja, ich kenne die nicht. Kirsche vergisst immer sofort, nachdem Nice zu ist, alle Strecken weg. Ich bin die noch nie vorher gefahren. Die sind neu, oder? Das sind 4 und 5, ich bin die garantiert noch nie gefahren. Nee, das ist kommt Custom. Hier auf dumme Gedanken. Ist eine Custom-Strecke. Genau. Deswegen bin ich mir bei der sicher, bei den anderen wüsste ich es nicht genau. Also die erste kam mir bekannt vor, das auf jeden Fall, also die sind wir schon mal gefahren. Aber die hier garantiert noch nie. Und im Gegensatz... Nee, sind wir auch nicht. Also in der Runde, in der Richtung sowieso nicht. In der Richtung weiß ich nicht, Richtung Spiegelung, keine Ahnung. Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben sowohl rückwärts als auch gespiegelt. Keine Info mal am Rande. Ja gut, das ist ja egal. Also die erste Strecke kam mir bekannt vor, ob das jetzt die gleiche Richtung, die gleiche Spiegelung war, keine Ahnung. Aber die habe ich schon mal gesehen gehabt. Ja, die erste ist auch original. Und hier haben wir gerade Crack Champions Musik im Radio, das finde ich sehr gut. So. Ach, diese Kurve, ne, die ist echt der absolute Horror. Ja, Alter, ich bremse, um die Kurve hinzukriegen und bleib an der inneren Kante hängen. Das kann echt nicht wahr. Oh, Tomate räumt sich ab. Hast du das im Spiel gesehen? Ich hab ja echt so viel Abstand, ich verstehe es nicht. Schön, also der Trick ist nicht bei jeder Haltestelle anzuhalten und zu fragen, ob wer aussteigen möchte. Welche Haltestelle? Welche Haltestelle? Boom. Mann. Wenn der Bus nicht rumkommt, die Wand hilft ihm. Mhm. 135 stuck. Ja, weil du normal hast, das ist ein bisschen sehr wenig. Naja, dafür ist es bergauf wahrscheinlich besser. Ja, aber so viele Bergauffahrten gibt es da nicht, dass sich das normal lohnt. Das Problem ist, dass normal sich auf der 120 bis 130 km Bereich ja schon ziemlich quält, da überhaupt hinzukommen. Das ist ein bisschen sehr suboptimal, das Normale. Wenn man überlegt, 18% in der dritten Runde rein, ja, Reifen freuen sich. Ich bin bei Getriebe schon bei 32, also... Da bin ich bei 18. Das bringt ja sowieso nichts, die zieht ja sowieso alle weg. Und der Ruti soll aus meinem Windschatten raus. Ich würde in Liberty's Windschatten gerne rein. Wenn Bus für Windschatten produzieren. Natürlich. Hättest du nicht wenigstens, als der Citybus kam, die Rundenzeit kürzen können? Ehrlich. Oder eine kürze Strecke, die dauert ganz schön lang, die Strecke. Also eine Runde, meine ich. Ich habe da jetzt kein Problem mit. Du fährst euren Truck Simulator und beschwerst dich, wenn man hier 20 Runden fahren muss. Sache, du vergleichst Nice 2 mit ETS 2. Ja, sorry, da fährst du ja noch langsamer.
ist noch langweiliger. Was ist denn da groß anders? Da fährst du noch langsamer. 90 bis 110. Und ja, siehst du? Da fährst du hier mit dem Bus noch schneller. Also was ist jetzt der große Unterschied? Außer dass du ab und zu mal anhältst und ein Paket abladest. Ansonsten hast du doch keinen Unterschied. Ja, hier hältst du ab und zu an, um zu resetten. Es müsste doch den EBS geben. Deswegen, die Logik verstehe ich nicht es ganz. Erklär sie mir. Es gibt Simulatoren, so ist es nicht. Ja, aber nicht den Eurobus-Simulator, oder? Keine Ahnung. Da will jetzt aber einer wissen. Und Euro hat auch nur deswegen was zu bedeuten wegen Europa. Immer so. Ja, das ist schon klar, sonst würde es ja nicht ETS und ATS geben. Was ist ATS? American Truck Simulator. Fährst du halt in den USA. Aber so gesehen gibt es in Europa gar keine Trucks, oder? Ich dachte, der Unterschied zwischen Truck und LKW ist, dass ein Truck vorne so eine lange Schnauze hat. Du meinst die Langhaube, ja gut. Ich glaube, das hat mehr damit zu tun, dass nein. Das halt in den Ländern, wo sie als Truck bezeichnet werden, da sehen sie halt so aus. Bleibst du mal hier, Ruti? Also wie willst du LKW übersetzen, wenn nicht Truck? Also Lorry kannst du eventuell noch sagen, aber keine Ahnung. Aber ich glaube, Lorry ist etwas kleiner. An sich ist die Übersetzung dazu nicht ein Truck, das ist... Müsste man mal Google fragen. Ich verstehe sowieso nicht, warum wir hier die Langhauber eigentlich nicht haben. Aber naja. Das habe ich tatsächlich irgendwo gelesen, weil die Maximallänge des Führerhauses begrenzt ist. Und du hast halt keinen Platz, dann noch irgendwie vorne so eine Nase dran zu machen. Nein. Der typische deutsche TÜV das halt so will. Nö, das ist gar nicht der deutsche TÜV, das ist irgendwie eine Europasache. Ich muss Getriebe aufwenden, Luruti schnurrt sich dem meinen Windschatten. Ja, ja. Genau. Naja, im Amiland, da hat man sowieso, was Autos angeht, relativ wenig Richtlinien. Naja, sie sollten mindestens 3 Reifen haben. Ah, Leruti, ich sehe doch nichts. Aber wenn du hier doch Totalschaden hast, also quasi neuwertig. Ja, also Totalschaden jetzt halt im Sinne von, wo der TÜV was zu meckern hat. Und der TÜV meckert schnell. Ja, ja, oh Gott. Das ist schon richtig. Nein, bleibst hier. Du haust hier nicht ab. Das verbiete ich dir. Ja, super. Hast du toll gemacht, Bus. Da bleibst du an der Kante hängen oder was? Ich bin begeistert. Ja, also was hier total schade ist, ist hier in den USA guter Ton. Jetzt ist Leruti wegen so einem Quatsch weg. Super. So ein Blödsinn. Wegen so einem Bullshit, ey. Super. Und in Frankreich gibt's keine heilen Autos, weil alle irgendwie mindestens einmal am Tag durch die Gegend geschoben werden, damit man mit der S-Klasse in die Lücke passt, wo eigentlich nur ein Smart reinpasst. Wir sind schon durch. Ja, Runde 4 haben wir. Wieso bist du irgendwie wieder dichter gekommen? Kann das sein, Leroy? Ich glaube, ich sollte vom Nitro die Finger lassen. Ich bin jetzt schon bei 40 Getriebe. Das ist doch wenig. Ist ja noch richtiger Haushalt. Ja, an euch komme ich eh nicht mehr ran, also. Ich glaube, ich sollte mich eher darauf konzentrieren, dass Geräusche und Stevie nicht vorkommen. Ach, Leo, das tue ich doch sowieso nicht. Ihr nehmt doch einen Abstand zu mir. Das sei mal ruhig. Ist die verfluchte Tankstelle überhaupt, wenn ich sie mal brauchen sollte? Weg, die habe ich gerade weggezaubert. Nicht schlecht. Ach. Scheiße, ey.
Ach, Mann, ist das langsam. Ich lasse teilweise das Lenkrad auch los. Weil's eh doch gerade ausgeht. Was war das? Warst du in der Tankstelle? Ja. Leruti ist eh weg. Das ist von auszugehen. Jetzt schon die Tanke? Ja. Getriebe. Getriebe halt, jo. Ah, der, das ist guter Windschatten hier. Ja. Und das war ein guter Wandcrash, Tummel. Ja, man soll jetzt mit dem Windschatten nicht übertreiben, glaube ich. Bei Most Wanted ist das praktisch, da sieht man, wenn der Gegner Nitro gibt, dann weiß man, man sollte vielleicht auch. Na, kommt drauf an, worauf dein Getriebe steht, ne? Ja, ich hab jetzt hier schon 43, also. Da kannst du noch ordentlich pumpen dann. Ja, ist klar, Physik. Was war das eben? Irgendwie sah das komisch aus. Das war auch komisch. Och, Mensch, jetzt verschweren wir doch nicht die Sicht. Natürlich. Was wollen die einen hier eigentlich mit den Pfeilen sagen? Das verstehe ich nicht so ganz. Die ist rückwärts, die stimmen nicht. Die Pfeile kannst du nicht. Die gelten für die andere Fahrrichtung. Die meiste Zeit kann man mit dem Bus hier doch auf Vollgas gehen, also. Ignorier die Pfeile einfach. Ja, mach ich auch. Das ist ja falsch, also. Ja, weil es rückwärts ist, das musst du mal umändern. Ja, oder fahr halt andersrum. Stell dir mal vor, du hättest hier die ganze Zeit die Aussage rechts. 5 rechts, 3 links. Macht auf, mach zu. Klassische Ansage für jeden Busfahrer. Ja. Früher gab's ja irgendwie, das gibt's heute gar nicht mehr. Dachte man für die Navis ja, da konnte man sich ja verschiedene Stimmen runterladen. Na gut, der Bus gibt aber wirklich sehr wenig Windschatten. Das wäre dann auch lustig, wenn man dann doch so macht auf, macht zu, einfach mal mit hätte. Bung, maybe? Reset, maybe? Mein Vater hatte früher auch noch so ein Ding gehabt, da gab es dann auch, noch so ganz spezielle Sachen an die Stimmen, so zum Download, da hatten wir auch Mafia-Boss und Hitler und solche Sachen. Oh Gott. Wow. Der hat dann besonders gerne rechts gesagt, ne? Ja. In 300 Metern rechts. Oh Gott, wie sich das wohl anhört, ey. Den Straßenverlauf folgen. Ja, so ungefähr. Ja, Mafiose gab's da irgendwie doch. Oh, bitte. Den im Rallye-Out schon, hey. Ja, bisschen anders noch. Also ja. So ein bisschen wie bei der Pate, so. Luigi, bring nach links. Ich glaube Priester oder irgendwie sowas gab's da auch noch so. In 300 Metern abbiegen. Ja, genau, so gesunken war das. Wenn man einfach zu allem irgendwas findet.
Ja. Oh Gott, kommst du da so gut raus? Musst du nicht so gezündet haben, das geht. Nee, das finde ich echt schade, dass es sowas nicht als Mod für Magic Earth oder Google Maps oder irgendwie sowas gibt. Das ist aber auch ein interessanter Kampf, den die hier gerade haben. Ja. Auch wenn wir eigentlich nur hintereinander herfahren und... Das hört nicht auf. Leider ist Liberty da vorne. Ja, Liberty kriegen wir sowieso nicht mehr. Vielleicht muss er ja auch noch einen Boxenstopp machen, wer weiß. Das wäre schön, aber das wird nicht passieren. Er stoppen musste nur, wenn du Nitro nimmst. Ja, momentan hat er ja keinen Druck von uns, leider. Ja, solange er keinen Druck hat, wird er auch kein Nitro geben, das... Ja, das ist das Problem. Dann wird er sparen. Und die anderen Sachen, ja gut, ich habe jetzt zwar 26% Reifen, aber ich glaube, das... Das da kriege ich noch sogar ohne. Mehr. Das kriege ich aber doch ohne Boxenstopp hin, glaube ich. Da habe ich sogar viel mehr Prozent in Reifen. 55. Das war ein lustiger Drift eben, aber. Na, ja, da kannst du. 57. Da kann man auch gut driften. Ja, wow. Das war scheiße. Irgendwie hat der Hahn gerade richtig gut zur Musik gepasst. Ich weiß nicht wieso, aber... Das ist doch nicht die Möglichkeit hier. Boah! Hm. Bist du das? Ja, ich bin abgeflogen. Oh. Und ich befürchte, das war endgültig. Scheiße, Liberty ist da vorne sowieso so weit weg, dass das egal ist. Ja, Liberty kannst du vergessen. Zunächst einmal, man kann doch auf Boxenstopp hoffen, aber zweifelt nee, auch. Wird nix. Solange er keinen Druck von uns hat, wird er auch nicht zum Boxenstopp fahren, das ist... Diese Kurve, ich hasse sie. Tut mein Reifen nicht gut. Und wir sind erst beim Dritte der Strecke. Oh Gott. Warum? Weil es Wendepunkt-Ort leider so.
mit Ems. Ja gut, das mit dem Bus, das hat er sich ja nicht ausgesucht. Aber immer noch besser Bus als Kart. Na, Kart nicht schneller? Das ist zwar schneller, aber beim Kart bin ich nach zwei Runden wieder raus. Das 50cc-Kart ist nicht schneller. Das wäre langsamer. Meinst du? Ja, das ist das normale Kart, nicht das Super. Das ist. Ja, was ist schon normal? Also es gibt ja das Supercard und das 50cc-Card. Ja, das Supercard fährt 250 und mehr und das normale Card, ja, wie man halt normales Card kennt. Ja, wie schnell fährt das? Keine Ahnung. Ich glaub 100. Aber die 40 können stoppen. Ich glaub 100 kann man damit mit sehr lang. Oh, okay, na gut. Wobei 250 Sachen mit einem Card, das muss man sich glaube ich auch trauen. Ja, Supercard halt. Gibt's ja wirklich. Ah, ab und zu Nitro geben hat sich offenbar gelohnt. Und da fährt er mit Nitro weg. Eigentlich nicht. Okay. Sah so aus, als wärst du plötzlich schneller geworden. Vielleicht bist du plötzlich langsamer geworden. Nee, ich hänge hier konstant bei den 100 noch was rum. Oh, ich weiß nicht, ob ich bis zum Rennende wach bleiben kann. Wie war das, Demon? Bei dir kann man Cappuccino bestellen? Dann muss er jetzt stehen bleiben und dann zu dir fahren. Das wäre ja auch nicht schlecht. Bring doch mal einen Cappuccino für alle mit so einem Bus vorbei. Ja, die kann man dann im Bus trinken. Der stellt sich dann an eine Tankstelle, da kann man das dann trinken. Alter, es ist noch lange nicht Halbzeit. Aber Hahnzeit. Oh, du willst aber auch, Heidi ist vorab, Nee, darf der gerade nicht so, wenn du von da ganz hinten kommst. Kein Windschatten. Wenn ich mir überlege, ich müsste das mit Tastatur fahren. Das wäre gar nicht so schlecht, oder? Ich glaube, es ist ein bisschen angenehmer. Dann hast du halt echt dieses Lenkrad vor dir rumhängen, was du eigentlich gar nicht brauchst. Zumindest nicht bei dem Rennen hier. Na doch, du kannst ja besser die Reifen managen. Ach, die Reifen manage ich irgendwie von alleine. Nee, das macht einen sehr großen Unterschied zur Tastatur. Ja, bei anderen Rennen von diesem Spiel kann ich mir das gut vorstellen. Ja, auch. Die verschleißen ja auch, ja. Also ich habe es jetzt nicht mit Tastatur probiert, aber... Die verschleißen sogar ganz gut. Wenn du jedes Mal vollen Lenkeinschlag machst. Ja, aber das meiste ist ja einfach nur Vollgas und geradeaus. Also ob du jetzt rutschige Reifen hast oder gute Reifen, es ist trotzdem Vollgas und geradeaus, oder? Ja, ab und zu musst du schon lenken. Ab und zu hast du halt Kurven, so viele sind es halt nicht. Dann bist du halt bei 3-4 Kurven, bist halt schlecht mit abgenutzten Reifen. Gut, kaputt werden dürfen sie halt nicht. Wow, ich habe ernsthaft gerade mich resetten müssen. Ja, das habe ich aber auch schon. Also, eher am Anfang, aber trotzdem.
Ja, also ich kann es ja aus Erfahrung sagen, auch wenn ich mit Lenkrad eigentlich schlechter umgehen kann als Tastatur. Hier hast du dann trotzdem mindestens den doppelten Verschleiß, wenn du die Tastatur fährst. Ja, ich schätze, das wird von vielen Sachen abhängen und nicht so immer. Also ich glaube nicht, dass du hier den doppelten Verschleiß hast. Wenn die Strecke quasi aus nur zwei relevanten oder drei relevanten Kurven besteht. Ja, dann vielleicht nicht, aber... Ja, es sind schon ein paar mehr Kurven hier, wenn du dann ein bisschen schneller fahren würdest. Er meint jetzt grundsätzlich. Ich meine, bei der Strecke, die wir jetzt gerade fahren, mit diesem langsamen Auto, sind es halt nicht so wahnsinnig viele Kurven, wo du den Verschleiß managen müsstest, oder? 71% Reifen, du musst mal ein bisschen schneller fahren wahrscheinlich. Ja. 62. Ja. Also... Ja, was ist denn das für ein Quatschbus? Ach. Ah, komm schon! Mein Gott, ey! Versaust mir schon wieder selber hier. Wie hast du eigentlich nur so viel Nitro übergehabt, Schumeda? Bitte? Wie hast du so viel Nitro noch übergehabt? Ja, und hat das mit dem Nitro, glaube ich, ein bisschen anders als wir. Eigentlich gebe ich fast gar kein Nitro, weil an Larity komme ich eh nicht mehr ran. Wie konntest du dann so wegziehen vorhin? Da musst du doch Nitro gegeben haben, ey. Ach so, ja, da schon. Aber wie gesagt, ich habe auch schon über 50% Getriebe. Wieso hast du noch so ein gutes Getriebe? The fuck? Weil er, wie er sagte, kaum Nitro benutzt. Und der war der Tankstelle, oder? Ja, wie oder kann er dann, wie kann nee, er dann so weit vorne sein? Das also, frag ich mich. Ich gebe halt in den Situationen Nitro, wo ich halt wirklich muss, entweder wenn ich ihn überholen will oder wenn ich aus einer Kurve, wo ich gerade in der Ecke stehe, dass ich da dann irgendwie wieder rauskomme. Ansonsten gebe ich kein Nitro. Ich frag mich, wie du dann so weit vorne sein kannst, trotz alledem. Ja gut, wie weit vorne ist Larity, ne? Na, du kommst ran. Das verstehe ich halt nicht, also das gibt's doch nicht. Was hast du bei Getriebe, Larity? 77. Ah, okay, ja. Meine Reifen verschleißen, Bremsen und Getriebe. Müsste schon an die Tankstelle auf jeden Fall. Du warst schon an der Tankstelle? Nee, müsst halt noch. So. Das ist gar nicht zu verhindern, die Reifen gehen einen kaputt. Hm. Ja, man rutscht schon ordentlich. Ja gut, Reifen habe ich jetzt 51, also... Ich frag mich wirklich, wie du 30 Sekunden laut Anzeige weg sein kannst auf einmal. Ja, die Anzeige... Ja, Anzeige, ja. Das kann vieles sein, also... Ja, so. Je nachdem, an welchem Teil der Strecke du guckst, ist es halt eben mal eine Minute und mal 10 Sekunden. Scheint aber wirklich massiv zu sein. Das ja, aber es springt halt eben, also wirklich zwischen Minute und 10 Sekunden, je nachdem, wo du gerade bist. Ja, wenn ich auf der Karte gucke, ist aber wirklich über alle Berge. Weil das ist jetzt echt ein Rätsel für mich, wenn er so wenig Nitro benutzt hat, wie er dann trotzdem so weit vorne ist. Tja, der geborene Busfahrer. Das wundert mich halt schon. Was ist denn deine Rundenzeit, Dieben? 2,47. Oh, da bin ich viel, viel schlechter. 3,50 habe ich. Hm, 55. Ja, das ist mir wirklich ein Rätsel. Mann, du bist ja auch komplett weg. Wenn ich auf der Karte gucke, du bist ja komplett weg. Ja gut, du warst aber auch schon eine Zeit lang komplett weg, also ich würde mich darauf jetzt noch nicht verlassen, wenn wir noch 11 Runden haben. Aber das Nitro gebe ich halt hauptsächlich zum Aufholen.
Aber ich glaube, Level T hat die Tankstelle wirklich sehr dringend nötig, weil ich komme wirklich ran. Aber ich sag's mal so, aus der Tatsache heraus, dass du schon sehr viel Nitro gegeben hast und natürlich den entsprechend höheren Getriebewert hast als ich und auch bei anderen Sachen, dann kann man natürlich leichter aufholen, wenn man erstmal vorne ist. Hä? Wenn man erstmal vorne ist? Ja, wenn du erstmal die mit nicht mehr hast, dass er ständig in Windschatten kommt, dann kannst du natürlich besser aufholen, als wenn du genau die gleichen Getriebe und Reifenschäden und sowas wie er. Auch wenn auch mein Reifen nicht so ganz mehr in Ordnung sind. Okay. Ich glaube, ich habe dieses Aufholen, wenn man vorne ist, nicht verstanden. Ja, wenn du vorne bist, kannst du ja nicht aufholen. Du bist ja schon vorne. Ja, es war falsch ausgedrückt. Aber Liberty fährt trotz über 70 Reifen und so immer noch besser als ich. Du hast bessere Getriebe. Das ist ein Argument, ja. Jo, das war scheiße. Bei mir aber auch, also. Das kommt hier noch hinzu, ja. Es ist sehr lang getrieben und trotzdem so weit vorne, holy shit. Oh. Ja, das ist sehr lang, das ist eigentlich scheiße in dem Moment. Ja, das merke ich gerade. Das hängt halt sehr von Nitro ab. Ja gut, wenn wir keinen Schaden hätten, dann hätte ich wahrscheinlich auch sehr lang genommen, weil ich hätte ja eh Nitro geben können, wie ich gestört habe. Na dann. Dann ja. Oh, sind wir bald da? Oh, Hälfte erreicht. Oh, yippie. Die Hälfte. Yay. Wir könnten ja eventuell noch diese Woche fertig werden. Ich hatte schon überlegt, ob ich alle Ostertermine absagen muss. Vielleicht sollte ich doch mehr mit dem Bremsen arbeiten. Den geht's wesentlich besser als den Reifen. Also nach der Theorie solltest du mehr mit der Karosserie arbeiten. Ja, genau. Wobei selbst die ist schon bei 17%, also. Ja, da geht noch was. Ich wette, deine Bremsen sind schlechter. Ja. Also, richtig. Lieber mit der Karosserie bremsen. Richtig. Aber die Dämpfer, die sind so... So bremst man doch, oder nicht? Genau. Die Bremse, die Dämpfer, die sind aber nur bei 3%. Ach stimmt, die gibt's ja auch noch. Noch nie gesehen. Gehen nicht kaputt, oder? Ja, nicht vom Bus fahren. Sondern? Na, durch Sprünge und so. Sprünge! Aber so, dass es mal wirklich ein Problem wird, dass ich meine, der geht halt immer was anderes eher kaputt, oder? Kann mich nie an Dämpferprobleme erinnern. Nee, normalerweise halt. Man müsste mal mit dem Bus die Random Jumps von NFS4 fahren. Das wäre sicher auch ein Erlebnis. Freunde, das will und will nicht enden.
War 3 Minuten 3, das war scheiße. Larry, du warst jetzt eigentlich an der Tankstelle mittlerweile, ja, oder? Und, wie war's so? Oh, hat lange gedauert. Tja, Eddie ist auch nicht, was er aber war. So viel Bock noch. Aber die Musik ist auch irgendwie recht passend zur Busfahrt. Aber mit der Zeit wird's schon ganz schön rutschig hier. Guck deine Reifen hier an, dann weißt du's. Dann sollte dir das klar sein. Ja, natürlich liegt's an den Reifen. Wobei, ich glaube, wir können fast froh sein, dass wir hier Bus fahren, weil mit einem anderen Auto wäre das wahrscheinlich noch viel extremer. Na, wir hätten ja auch die Ente fahren können, so wie Kirsche sie in dem Einrennen gefahren ist. Yay! Und ein Hahnkret. Ja, das tut er gerne mal. Oh, wer steht denn da? Ich habe auf den Windschatten gewartet. Was? Jetzt biegst du ab? Oh, ich wollte mir schön von dir Windschatten geben lassen. Nicht bei über 75 Reifen, vergiss es. Das kannst du abschminken, glaube ich mal. Ist irgendwer gerade an der Tankstelle oder? Oh, Stevie anscheinend. Ja, und ich habe mir dann Snickers geholt und dann wollte ich wieder losfahren, auf einmal biegt Stevie auch ab. Nicht bei über 70% Reifen. Ich hatte über 90. Wo ist dir der Tankstelle für den 10-fachen Preis in Snickers? Wobei ja, natürlich. Ja, wo soll ich sonst hingehen? Wo willst du dir denn sonst gerade Snickers holen, richtig? Frage nicht, Kirsch, ne? Ne. Mitten in der Schneelandschaft, hier gibt es weit und breit keine Geschäfte. In der Stadt, ja, da vorne hat alles außerdem zu. Außerdem sollten sie hier auch Sonntag haben, so wie hier. Also, wird's halt machen.
Was mache ich hier echt falsch in diesem Rennen? Oh, ich hab keinen. Das zieht sich so mit dem. Oh, jo, weiter geht's. Aber wer kommt da aber relativ nah von hinten? Da von hinten so da ran. Ab und zu nutze ich wieder Nitro. Wie viel hast du gerade aktuell bei Getriebe? 48. Das ist schon nichts. Auf 35% runter reparieren lassen. Ach so, oh, krass. Ach so, was, danke. Ja. Das zweite Mal jetzt oder wie? Ja, erstes Mal. What? Okay. Hast aber lange durchgehalten. Ja, ich habe auch gerade das erste Mal, also die Runde davor. Ich war schon zweimal. Ja, dann hast du vielleicht einfach zu wenig Mittagessen gehabt, dass du da mehr Snickers brauchst. Ich musste aber auch schon das zweite Mal hier und ich werde safe nochmal ein drittes Mal müssen. Echt? Ja. Also du warst doch gerade erst. Du weißt jetzt schon, dass du nochmal musst. Du, wir haben erst die 15. Runde. Ich sehe, was mein Verschleiß mit sich bringt. Also ja. Okay, ich verstehe. Du hast beim letzten Besuch so einen Sunnyfair-Gutschein bekommen. Und willst den unbedingt einlösen. Verrat das doch nicht. Jetzt versuchen die doch auch einzukriegen. Also ich habe auch einen bekommen, so ist nicht. Wenn er einen haben will, haltet kurz an. Er ist gerade vor mir. Demon, willst du kurz anhalten? Dann gebe ich dir meinen. Wenn du wartest, gebe ich dir meinen Gutschein. Den Gutschein? Den Gutschein. Das ist kein normaler Gutschein, das ist ein Gutschein. Ja, Gutschein. Vielleicht ein Gucci-Schein. Ein Gucci-Schein? Boah. Gehört, der muss richtig krass sein. Der ist super. Demon, Angebot steht. Nee. Puh. Das macht man besser auch nicht. Jeder der weiß auch nicht, was gut ist, oder? Das macht, ich kennt der Gucci gar nicht. Das macht man im Bus auch nicht schneller. Nur wer weiß. Müsste man mal probieren. Da habe ich ernsthafte Zweifel. Letztendlich macht's für die Gesamtrenndauer keinen Unterschied. Wir müssen nur Leroti vorne weiterfahren lassen. Stimmt's. Kann Eddie mir mal schnell die Raketen geben oder Meme? Funktionieren die eigentlich, wenn man keine... Ich wünsche mir endlich mal überrundet zu werden, dann weiß ich, dass ich nicht mehr 23 Runden, sondern noch 22 insgesamt habe. Also wann werde ich endlich mal überrundet hier? Gar nicht. Ja, am besten fahrt jetzt alle nur noch langsam, damit das nicht funktioniert, weißt du? Ne, das wird sowieso schon nicht funktionieren, weil wir alle wirklich Preiswerte beim Getriebe und so haben. Ich meine, ich... Ich sehe, dass die ganz schön nah dran sind. Also, wollte gerade sagen. Ich sehe meine roten Punkte, ihr seid alle hinter mir. Aber auf der Anzeige von den Positionen ist nur Stevie hinter mir. Das heißt, die anderen sind wahrscheinlich eher im Unterrundungsmodus, unter Überrundungsmodus unterwegs. Ja, was sind das für ein geiles Lied jetzt? Auch von Weiß, das so zweiert.
Ich glaube, das war die Fahrstuhlmusik da. Kann ich mich nicht dran erinnern. Keine Ahnung, da stand Lee Jackson mit Going Up. Ja, klingt ja nach Fahrstuhlmusik. Going Up. Ich müsste echt mal wieder Rise of the Triad spielen. Da habe ich überhaupt keine Erinnerung dran, wenn das Lied. Hä, warum musst du dann spielen, wenn ich eh nicht dran erinnere, ist fertig. Ja, dann. Weil er sich dran erinnern will! Gut, Rise of the Triad hatte ich auch bestimmt schon 10 Jahre oder so nicht mehr angehabt. Also warum fragst du da noch? Ist ja wirklich, ey. Ja, aber warum will er sich dran erinnern? Weil... Jetzt sag nicht, weil es ihm gefällt. Das kann er Grund. Ja nicht wissen, denn er kann sich nicht dran erinnern. Weil Grund. Ja, damit kann man vieles begründen. Bist du? Ja. Dass wir das geklärt haben. Ja, Rise of the Triad ist echt nicht schlecht. Woher willst du das wissen? Du kannst dich gar nicht dran erinnern. Ich hab's recht gut in Erinnerung. Und es ist ja nicht so, dass ich mich gar nichts erinnern kann. Ach so. Es gab Waffen. Ja. Es gab Gegner. Und es war ein Spiel. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, eine Band oder sowas ist offenbar ein Spiel. Okay, okay. Wenn dann schon so richtig, so weißt du, so irgendwie. Du hattest doch am Anfang irgendwie so zwei Pistolen, die hatten aber unendlich Munition und so. Das. Ja. Kugelwaffen und endlich Munition. Nur die Raketenwerfer nicht. Oh Gott. Man zeigt, wie die mit dem Bus macht, ey. Das kriegt auch nicht jeder Busfahrer hin. Meine Gäste sind alle schon eingeschlafen. Die denken sich auch nur so. Meine nicht mehr, die sind jetzt durchgeschaltet. Der Side-Video dürfte meine Gäste wieder aufgeweckt haben. Irgendwie seid ihr alle zusammen irgendwie und ich bin nirgendwo. Ja, gleich bin ich auch wieder weg. Das ist daran, weil die gerade bergauf fahren. Da ist halt langsam. Nee, ich meine auf der Karte. Guck mal die Karte. Ja, ja. Das ist ein Punkt vorne, das bin ich. Gleich entferne ich mich von denen, denn die kommen nicht voran, weil die in dem Bergaufteil sind. Und ich bin schon im Bergabteil. Ach, wow. Oder geradeausteil. Oh, wow, tatsächlich, wow. Das habe ich nämlich vorhin schon gesehen. Das ist ja krass. Das ist echt krass. Ich glaube, Levelty würde ich wieder gleich überholen. Also überrunden. Also eine Runde weniger. Ups, ich bin bei 20% Motor. 23. Da hast du aber gründlich Nitro gegeben. Ich wollte halt eine. Ach komm, was soll ich, krieg Level 3 halt nicht mehr. Haben als nur 100. Ich krieg Tomate nicht, der ist 50 Sekunden weg und Larity ist sonst wo. Ja, Larity, das kannst du vergessen, das. Das ist sehr lange Getriebe so gut für ihn funktioniert, wow. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Natürlich auch sein Fahren, aber trotzdem, dass das Getriebe trotzdem funktioniert, das wundert mich. Weil demnach scheint. Normale funktioniert auch. Weil. Eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass er zu viel Nitro geben muss, aber das scheint nicht der Fall zu sein, trotz sehr langes Getriebe. Das ist sehr überraschend. Ja, ich glaube schon, dass das. Ich glaube schon, dass das lange trotzdem besser ist. Ich war ja bis eben. War ich ja hinter Larity, also relativ knapp. Ich musste halt nur an der Tankstelle. Die 19. oder die 20. Runde muss ich auch wieder wissen. Na, ich muss auch noch einmal. Ja, ich weiß nicht, ob ich nochmal muss. Na, du bist. Tja, hättest du vorher aufs Klo gehen müssen. Du bist. Oh, das war nicht fair. Du musst bestimmt wieder nicht an die Wobei, mir fällt was auf. Wie kommt's eigentlich, dass wir eigentlich hätten gar nicht warten müssen, weil Tomate hätte für große Zeit nochmal kurz aufs Dorette gemusst. Stimmt. Was ist denn da los? Der fährt bestimmt nicht zu Ende. Der fährt in die Tankstelle, macht einen Backstein auf, den Bremspedal, dann rennt er schnell auf Toilette. Natürlich.
Deswegen wundert mich das ja nicht. Das wird super. So, sowas lässt sich Desert Bus nicht gefallen. Ja, eigentlich hätte das sein müssen für die letzte, wo er weiß, es dauert lange. Ah, ich kenne aber ganz kurz das Klo. Weil sollten wir jetzt die ganze Zeit von irgendwelchen Wassersachen reden, dann hält es bestimmt nicht aus. Also ich habe da vor kurzem so einen Wasserfall gesehen, ne? Ich war das plätscherte so schön. Ich war letztens mit jemandem so zu Fuß und der Fluss da, ne, der ist ganz schön wieder hochgegangen. Ach, Hochwasser! Da habe ich zu dem einen dann noch gesagt, wo es so leicht, ganz, ganz minimalen Wasserfall sagt, guck mal, das Mini-Niagara. Hat er gelacht. Ja, Tomete, was sind denn deine Wassererlebnisse aus kürzlicher Zeit? Wir sind doch hier auf der anderen Schneestrecke gefahren, da hat's geregnet. Ach, das waren deine Wassersachen. Ach so. Oh, jetzt voll geschneit vorletzte Nacht. Aber fett geschneit. Ja. Rutscht aber auch. Reifen stinken schon wieder an hier. Ja, meine Reifen sind auf der Tankstelle jetzt tatsächlich nicht okay. Komisch, und dabei dachte ich, müsstest du aufs Klo. Ja, war ich ja an der Tankstelle, also gut. Nee, Pinkler. Also ich habe euch da noch einen Sanifair-Gutschein hingelegt. Ihr könnt gerne eine Tankstelle. Muss ich sowieso. Entweder okay, fahre ich gleich oder was auch immer. War das ist mal gewesen, die Stelle hier? Was spricht es denn? Was spricht es denn gegen, in den Bus einfach reinzupassen? Alter, was sollen die Gäste denken? Wirklich? Willst du den Gästen das wirklich antun? Also im Rennanzug, also im Overall, im Rennauto, okay, warum nicht, aber in einem Public Bus? Ja, ich hab doch den Rennanzug an, ja. Also wirklich. Ich hab als Busfahrer Rennanzug an. Aber die sind nicht wasserdicht. Ich hab gehört, dass Rennfahrer, die das machen, bei ihren Mechanikern sehr unbeliebt sein sollen. Hm. Und daraus habe ich geschlossen, dass diese Rennanzüge wohl nicht wasserdicht sind. Besonders dann, wenn die Mechaniker Eddie heißen, ne? Und dann die Mechaniker halt eben hinterherwischen müssen. Ach komm, gib doch Gas, du Scheißding. Du musst mit ein bisschen Nitro helfen. Nee. Am besten einfach gedrückt halten, wir noch mal eine halbe Minute. Nee, lass mal. Ich weiß noch, mein erster Einblick in Nice 2 mit Nitro. Ne, Dennis? Auf einmal war ich kaputt. Ja, geht ziemlich schnell. Oh, da hat Ravage schon eine interessantere Story hinter sich. Wo ist Ravage eigentlich? Der wäre bestimmt schon kaputt. Der ist schon hinter sich. Oh, ich sehe da den Steven. Oh, und ist das halt so. Ja, und wer auch immer da hinter mir ist, kommt auch dramatisch näher. Könnt ihr bloß so schnell hier fahren? Ich verstehe es halt einfach nicht. Busfahren ist wohl doch ein sehr skillvoller Job. Ja, die ganzen Ansagen und so. Nächster Halt. Oh, jetzt bist du aber irgendwie weg. Oh, Tankstelle. Oh Mensch, also den Schub, den hättest du mir jetzt aber echt noch geben können. Nö. Einfach nö. Weißt du warum? Weil du es bist. Ach so, willst lieber das Level Team gewinnt. Ja gut, tut er sowieso, aber... Muss nicht sein. Er könnte auch noch Runde vorm Schluss sagen, komm, jetzt bleib ich hier stehen. Genieß die Aussicht.
Ah, vielleicht gibt Kirschen hier noch Nitro, das wäre ja auch nett. Ja, ich gebe dir Nitro. Wir tanken das kurz um. Ja, natürlich. So funktioniert ja, gut, das so. Wenn wir Midnight Club spielen würden, ginge das, also. Na, was ist nicht? Wenn würden wir Midnight Club spielen, dann ginge das. Ja. Beim Überholen gibt's ihm kurz Nitro, weißt du? Ich halte die Flasche aus dem Fenster. Oh Mann. Nee, wenn du in, dann halt in Midnight Club lang genug in Windschatten hast, dann hast du kurz Nitro. Oh ja, das lädt sich dann auf. Also die Physik-Engine habe ich dann auch noch nie verstanden. Das soll ja auch nicht realistisch sein. Achso. Midnight Club ist, glaube ich, eins der arcadiesten Spiele, die es überhaupt gibt. Na, ich Track Maniac top das bestimmt noch. Ja, die streiten sich da so ein bisschen. Also, Arcade ist Track Mania auf jeden Fall. Ja, Midnight Club aber auch. Das ist eine Monster Truck Simulation. Was, Midnight Club? Nee, Track Mania. Eine Monster Truck Simulation? Ja, ich fahre da ein. Als Skin. Du hast den Skin von dem Auto geändert. Ja, genau. Also, das war keine Monster Truck Simulation. Damit ist das gleich ein ganz anderes Spiel. Natürlich. Außerdem ist das alte, das ist nur halb so arcade wie das neue. Angeblich kann man bei dem alten beim Fliegen nicht mal lenken. Oh. Ja, wenn du beim Fliegen lenken willst, musst du ja Jetcaster spielen. Obwohl, da könntet ihr eventuell recht haben, das ist noch arcadiger als Midnight Club oder Trackmania. Aber ich glaube, das kann man auch gar nicht mehr als richtiges Rennspiel zählen. Weil da fährst du wirklich im Prinzip nur gegen die Zeit. Wo? Jetcaster's. Nie gehört. Ist ein bisschen wie Trackmania, aber es gibt halt keinen Streckeneditor und es ist noch etwas arcadiger. Also du kannst auch in der Luft, kannst du noch Nitro geben und hast dann, also kannst es auch in der Luft doch so ein bisschen steuern, das ist recht interessant. Ja, das kannst du bei Trackmania aber auch. Nitro gibt's halt nicht. Also es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, musst du vielleicht wirklich YouTube-Videos gucken. Das ist auch so ein bisschen wie Bauklötze so aufgebaut, dass die Maps. Gibt leider keinen Map-Editor. Ich kann sagen, das ist eigentlich schon das Nette, dass es da dauernd neue Karten gibt, ne? Also ich meine jetzt eigentlich größtenteils das neue Trackmania, wo es halt irgendwie so 4 Seasons gibt, also pro Jahr, wo es dann immer 30 neue Karten von Adeo gibt. Ja gut, das ist wirklich ein schlechtes. Und das sind halt eben echt gute Karten. Und dann halt eben einmal pro Tag User-Made-Karten, die dann alle zusammen irgendwie spielen. Habe ich zwar noch nie mitgemacht, aber... Aber ich weiß gar nicht, ob es 30 sind, aber ungefähr 30 neue, echt gut gemachte Karten pro 3 Monate ist nicht so schlecht. Das ist umsonst. Wie viel kriegt man dann erst bei den kostenpflichtigen? Nein, du kriegst die gleichen. Ich glaube, den Online-Modus, da musst du irgendwie mindestens das billigste der kostenpflichtigen haben, wenn du damit spielen willst. Oh. Aber für die Offline-Karten, die sind einfach so mit dabei. Also bei dem sonstigen war dabei. Könnte man das über Redmond spielen oder? Über was? Über Redman? Ja, ich glaube, das hat keinen LAN-Modus. Oh, schade. Nein, nein, also du kannst auch, ich habe es jetzt nicht getestet, aber du kannst auch online mit dem Sonstding spielen, so ist es nicht. Nur halt nicht diesen Cup of the Day, wo jeden Tag eine neue Karte rauskommt.
Ja, die Chat-Funktion ist auch hinter dem Bezahlsystem versteckt sozusagen. Die Chat-Funktion? Ja. Kannst also nicht chatten online ohne verzichten. Ja, brauchst du nicht unbedingt, klar. Ja, oh nein, oder ich muss es bezahlen, damit ich ja chatten kann! Ja gut, ich sag's mal so, bei RRP, da sind ja nicht alle Voice-Chat, da ist schon ganz praktisch manchmal, wenn man das hat. Ja, dann nimm halt Discord, mein Gott. Ich weiß gar nicht genau, ich glaube die... Was du in der Umsonstversion online machen kannst, nein, ich weiß nein. Genau. Was wolltest du sagen? Ich weiß gar nicht, jetzt hätte ich verstanden. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht genau, was man in der Umsonstversion bei Online-Dingern machen kann und was nicht. Kein Schimmer. Aber ich glaube, diese Season-Sachen kannst du spielen, nur diesen Cup of the Day halt eben nicht. Alter, ist es bitte bald zu Ende. Gleich. Das dauert noch. Oh, jetzt wird Celebrity aber wirklich wissen hier. Ja, du auch. Benutzt anscheinend Nitro. Oh, hundertprozentig. Ja, natürlich. Oh. Dass du noch Nitro hast, ey. Ja, das geht ja halt nicht alle. Ja. Ich war auch schon zweimal in der Tankstelle, ey, so ich ist auch. Es nicht. Oh, jetzt ist er wieder in dem scheiß Windschatten hier, das... Wie ich halt echt komplett gegenüber auf der Karte bin, das ist so lustig. Sag mal, Kirsche, was ist mit dir los? Oh, bist du das hinter mir? Yep. Keine Ahnung. Und Celebrity doch heute runde Tankstelle? Ey, was? Alter, wo willst du hin? Mann! Okay. Wieso? Was ist los? Da komme ich nicht mit. Du bist weg. Ich fahr doch nur. Die hätte nicht sein lassen. Bist du irgendwie langsamer als sonst auf einmal? Trete aufs Gas und... Eigentlich hätte ich auch gedacht, wenn überhaupt das normale Getriebe bergauf nicht schlechter sein sollte, nur bergab halt eben vielleicht oder so. Oh, 94% Reifen, das könnte es vielleicht erklären. Ja, da habe ich jetzt nicht so viel drauf geachtet. Ein bisschen sehr viel, ja. Es ist mir jetzt aber auch egal. Noch bei 89% Getriebe, also. Oha. Noch kein Gang ausgefallen? Das wie viel Prozent Getriebe? 89. Ne, 91 jetzt. Dass dir da noch kein Gang ausgefallen ist, wow. Aber Larity gewinnt auch. Ja, ich hab gewonnen. Na, super. Der Vorsprung halt, ne? So unfassbar. Dass ich dich hier echt in der 22. Runde überhole, Kirsche, ne? Ja, Larity hat mich auch in der 23. Runde überholt. Was sagst du dazu? Alter, was sollte denn dieser Bandknutsche hier? Oh Mann. Ja. War aber, ja, ich glaube aber auch, dass sehr lang falsch war. Das war's auch. Ja. Das gegen Ende, das war dann, unnötig, das war der Pech meinerseits. Und trotzdem warst du so schnell dann, hatte. Ja. 97 Reifen. Wie viel brauche ich denn, um ins Ziel zu kommen? Also 98 Reifen. Die werden platt werden. 55. Ich denke mal, ja, ich glaube, Larry hat einfach das mit den Tankstellen. Oh, einfach mal kurz Zeiten übertrieben. Gemanagt. Ich habe einfach kurz vor Ziel noch ein bisschen Nitro geguckt und habe deswegen 42% Motor. Nice. So! Das kann ich toppen. 60, 70, 80, 90, 100% Motor, genau in der Ziellinie. Alter, wie viel Vorsprung hattet ihr bitte?
42% Motor, 10% komm, Dämpfer, 3% häng dir nicht wieder in dieser blöden Ecke fest, Alter. Also ich habe 100 Motor, 100 Bremsen, 99 Reifen. Getriebe habe ich nur 89, echt geschaut. Und Karosserie? 33. Ich habe sehr viele Wände persönlich kennengelernt. Da habe ich 35%. Oh, hast 2% mehr Wände kennengelernt. Ja, oh, es ist geschafft. Ja. Du musst noch das eine Rennen fahren. Das fahre ich doch garantiert noch. Hoffst du, sonst Abmahnung. Ja, Pech, dann Abmahnung. Echt schade, ich hätte es wirklich gern nochmal gewonnen, aber da... Also bin ich das andere Rennen gefahren, nur im falschen Auto. Hi Dennis. 2 Minuten, Alter, wo hast du die raus? Und Tomete, Alter, wie hast du das nur geschafft? Was habt ihr euch gegenseitig Windschatten gegeben oder was? Gegen Ende teilweise schon, ja. Alter, wie. Nur wissen das am Ende hat sich Larity abgesetzt, weil ich dann doch gegen die Wand gefahren bin, weil ich dann zu sehr unter Stress stand. Bist du da so rangekommen zum Fick nochmal? Alter. Und wieso hattet ihr so viel Getriebe über? Du hast kaum nichts. Wir hatten nicht viel Getriebe über. Ich hatte 97% Getriebe am Ende. Du hast aber. Du hast gesagt, du hast kaum Getriebe benutzt und was konntest du trotzdem mithalten? Ja, gegen Ende dann natürlich schon, wo nur noch 3 Runden über waren und ich unbedingt. Ja, wo hast du das? Wo hast du das her? Es ist unglaublich. Egal, der Rennt doch endlos vorbei. Ja, also da konnte man sich nicht beschweren, dass er zu kurz war. Also 2 Minuten, ey, ist so ein... Wow. Irgendeiner drückt hier nicht weiter. Ich hab schon lange. Aha.